für einen Sonntag ist es noch ziemlich früh, aber wir sind schon unterwegs. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens, ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr hört. Und zwar fahre ich mit meiner Mama zum Tortendekoladen in Essen und wir machen da heute einen Airbrush-Kurs. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein paar Schnipselchen für euch und nehme euch mit. Und wir sind da, da brennt schon Licht. So. Gehen wir rein. Weil das, habe ich gerade auch gesagt, weil das jetzt in Luft ist, kann man ausmachen. Achso, du machst eine Patisserie. Ja, So, ich bin wieder zu Hause. Ich wollte euch nochmal die fertige Torte zeigen, die wir gemacht haben. Ja, es ist eigentlich ein Baum mit verschiedenen Schattierungen und verschiedenen Airbrush-Techniken und ja, so ein Himmel mit Farbverlauf. Ein paar Sternchen, Wolken, Glitzer darf natürlich auch nicht fehlen. Den Kurs durfte ich natürlich jetzt nicht mitfilmen, aber ich habe ein paar Bilder für euch gemacht und ich wollte euch halt trotzdem zeigen, so ein bisschen wie so ein Kurs ist. Und ja, uns hat es richtig viel Spaß gemacht. Meine Mama war auch begeistert. Sie hat auch eine tolle Torte, die ich jetzt leider nicht mehr abfilmen kann, weil sie die zu Hause hat. Aber ich glaube, die ist auf den Bildern auch ein bisschen zu sehen. Und ich werde auf jeden Fall nochmal für euch ein Video drehen, wo wir das komplett einmal durchgehen, was ich gestern da gelernt habe. Und wir komplett eine Torte mit Airbrush zusammen machen können.